Moin, moin und hallo, hier ist der Yano Karuzuno mit Let's Play Blocks That Matter. So, wir sind in Level 32 Crystal Castle aktuell und ich wollte mal darauf hingewiesen haben, dass die Hauptseries aus dem bald vorbei ist, weil es gibt nur 42 Level, beziehungsweise 43, weil bei dem Ehen steht keine Zahl da. Okay, dann geht's dann weiter an Crystal Castle. Ah, okay, das war hier die Love Parade von Slimes. Ich will mal wissen, ob ich es bis zum... Ey, das könnte ich sogar schaffen, wow. Das probieren wir gleich nochmal. Ich möchte wissen, was es dort hinten rechts am Ende des Gangs gibt. Das ist machbar, das ist machbar. Komm. Zu viele Jahre Job. Oh, da ist eine Truhe. Das hat sich sowas von gelohnt. Okay, jetzt der ganze Weg wieder zurück. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs. In einem. Okay. Ich weiß nicht mal, ob ich die Kisten hier aufnehmen soll oder nicht. Ich glaube, ich nehme sie einfach. Okay. Wir müssen dort drüber einen blauen Rand kriegen. Aber wir müssen auch hinkriegen, das sieht hier oben hoch. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber wir werden das Kind schon schaukeln. Und ich glaube, wir können Kristalle nicht abbauen, oder? Nein. Schade. Uff. Was machen wir da am besten? Wir haben auch nicht Sand, um die Slimes zu töten, das ist sehr schade. Ich hätte gerne Slimes. Das wissen alle. Ich will am liebsten jetzt erstmal hier hoch. Das bedeutet, wir fangen an mit... dem hier. Geil, ja, das funktioniert. So. Hier, hätte ich gerne wieder zurück. Danke. Okay, und da oben erwartet uns eine Truhe. Puh, keine Truhe, ein Dingsen. Wie heißt's? Kiste. Der kommt dahin. Da, da. Und. Ja, wir müssen ihn verschwenden, wie es aussieht. Nein, müssen wir nicht. So. Damit könnten wir es sogar gleich, glaube ich, nach oben schaffen. Hey, schaffen wir sogar. Gib mir die Kiste. Wir kriegen blaue. Okay, das ist praktisch. Das ist sehr praktisch. Sie ist jetzt, wir müssen das irgendwie so bauen. Ich weiß sogar schon wie. So. Jetzt muss das aufgehen, genau. Jetzt ist Jump'n'Run Action. Da-dam. Geschafft. Und wir kriegen eine weitere Kiste mit. Oh, Stone und so. Das ist toll. Mal wieder altbekannte Sachen. Ah, das hätte ich gerne. Wie gesagt, das hätte ich gerne. Das kann man glitchen, ich weiß es. Ach, ja genau. Mit diesem. Komm schon. Das kann man schaffen. Ich weiß, dass man diese Glitches im Spiel gut nutzen kann. Ich habe da schon ein paar Videos auf YouTube gesehen. Ach, leck mich. Wir nehmen den normalen Weg. Gib mir das Zeug. So. Kristalle können wir eh nicht verbauen, sodass wir sie nutzen können. Also. Achso, okay. Deswegen würde ich meinen. Ja, Dingsen. Verwenden wir die Kristalle. Alle grün. Nein, das wäre ein Fehler gewesen. Warte, kann ich so hoch springen? Nein, werden wir die Höhe nicht ganz packen. Okay. Dann würde ich meinen. Fangen wir mit was Simplen an, wie Mr. Viereck. Oder? Mr. Viereck? Ich weiß es nicht ganz genau. Nehmen wir Mr. Viereck. Rot. Und Holz. Ne, Stone, okay. Dann hier hoch und dann hier rauf. So, dann nehmen wir jetzt alle grün, weil wir es können. Genau, und haben die Kiste. Hoffentlich was Schönes drin. Noch mehr Holz, okay, das gefällt mir. So. Ah, siehst du, ich verstehe schon, wie wir das jetzt machen sollen. Wir sollen jetzt die... Wir haben so viel Holz bekommen, damit jetzt die Feuerslimes das hier anzünden können, damit wir da durchfallen können und ins Ziel können. Das ist verständlich. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann fangen wir an mit 1, 2, 3. Nee. Fangen wir mit 1, 2, 3, 4.
Und 5, 6, 7. Und ein blauen kommt. So. Wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich echt angearscht, weil ich will dieses Level nicht nochmal machen. Und es funktioniert, okay. Und durchfallen, ohne runterzufallen, bitte. Oh, danke, Bernd. Juhu, Level geschafft mit Truhe. Das First Try. Hätte ich nicht erwartet. Und wir erhalten... Das ist Dings ein Bitrip Series. Und die Figur ist... Commander... Mr. Commander oder so ähnlich. Ich habe keinen Plan. Irgendwas mit Commander, glaube ich. Egal. Kenne ich aber auch nur durch Super Meat Boy. Und weiter. Nächstes Level. Oh, ein Upgrade. We've seen an awful lot of crystal blocks lately. I think a nano-frequency upgrade of your drill will be useful. Okay. Wir haben eine awful... Was heißt awful? Okay, wir haben eine Menge unterschiedlicher Kristallblöcke bis jetzt gesehen. Und wir denken, eine Nano-Frequency, ein Nano... Also Nano heißt ja klein, also ganz klein, mit so richtig klein Nano halt. Und Frequenz heißt wahrscheinlich was mit Frequenz. Ein Nano-Frequenz-Upgrade für deinen Bohrer sollte nützlich sein. Wie konnte ich das vergessen? It's just a constant to change. Es ist irgendeine Konstante zu verwechseln. Sammle drei Blöcke Diamant, Rubine und Jade. Warte mal. Sammle drei Blöcke Diamant, Rubin und Jade. Ohr. Achso, Ohr. Okay, also hier. Wisst schon, wie bei Minecraft und so Terraria, so ein Zeug. Also Ohr. Das, was später Barren gemacht wird. Die Klümpchen. While I recompile and activate the upgrade machine. Weil wir sie zusammensetzen und die Maschine aktivieren. Oder so. Okay, dann sammeln wir mal ein. Geht's los. Das Holz. Oh, guck mal da, Muttersteine. Hier ist Ziel bewachen. Das ist... Hey, Mr. Feuerslime, was geht? Wir rennen erstmal rum und sammeln alles ein, was wir bis jetzt kriegen können. Da ist Mr. Eisblock. Den brauchen wir bestimmt. Oh, da ist die Truhe. Und wow, wir müssen uns extrem hochbauen für die Truhe, wie jemand, falls jemand da gerade hingeguckt hat. Ich glaube, das war ein Fehler. Aber wir kommen hier, glaube ich, nicht quer raus. Nope. Aua. Möchte. Genau. Okay, Viereck. Scheiße, wir müssen Ohr verbauen. Okay, dann so. So, so. Das haut nicht hin. Wir brauchen Sand. Anders geht das nicht. Ach komm schon, Spiel. Jetzt verarsch mich nicht an so einer Stelle. Doch, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee und die funktioniert, glaube ich, wieder nicht. Doch, funktioniert. Holz, Holz, Holz. Ohr. So. Da müssen wir jetzt... Ach, fuck, bin ich blöd. Ja, ich tue mich heute sehr gerne selbst beleidigen, wem es auffällt. Ohr fällt nicht runter, das ist schade, wir haben nichts, was runterfällt. Ach, Selbstzerstörung kommt. Dann heben wir diese Stelle heben wir uns für später auf. Also genau diese Stelle jetzt. Und ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, kann man schon. Wie lange der Part jetzt schon geht. Ich glaube, wir müssen ihn fast schon mal beenden in 7 Minuten. Ich glaube, in 7 Minuten müssen wir ihn beenden. Ich habe nicht ganz auf die Uhr geguckt. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. Das lassen wir erstmal hier so hängen jetzt. Und dann müssen wir da hoch. Wir haben nicht genügend Blöcke, um irgendwas zu bauen. Das heißt, wir gehen erstmal nach rechts und holen uns hier Mr. Feuerslide, den wir nicht anfassen. Und jump! Durchbohren, durchbohren. Das ist TNT. Mr. TNT. Da kommt Mr. Feuerslime. Und wir kommen, glaube ich, nicht mehr hoch, oder? Doch, mit Trick Jump. Okay. Trick Jump! Okay. Funktioniert. Den Sandblock bin ich jetzt mir nicht sicher, ob wir den nehmen sollten oder liegen lassen sollten. Ich weiß das nicht. Erstmal TNT. Scheiße, wir kommen nicht dran. Komm schon. Wir schaffen das. Mit ein paar Glitchy Jumps, wenn es funktionieren sollte. Egal, schaffen wir eh nicht. Dann nehmen wir Mr. Sand. Wir müssen Mr. Feuerslime, glaube ich, da rüber bringen, aber das funktioniert auch nicht. Der Aua! Ah, kacke, im Relief gerade die Kante vom Tisch, nein, nicht vom Tisch, vom Sofa mitgenommen. Ah, den Sprung, das ist nicht machbar. Wir müssen das TNT entzünden. Warum quält mich das Spiel heute so? Das Spiel will mich heute echt leiden sehen. Egal. Geh mal rüber zum
Aber darf ich den Sprung nehmen? Ja. Doch. Ach so, so können wir doch wieder zurück. Ja, ich bin ein Held. Wir brauchen ja Hals. Und wir haben den Sandblock. Das heißt, wir können jetzt hier unten uns endlich wieder rausglitschen. Das finde ich sehr toll. Warum glitschen? Wir gehen den regulären Weg einfach raus. So. Jetzt haben wir jetzt da oben erstmal das Zeugs. Also. Holz, Holz und Rubin. So, dann die beiden wieder mitnehmen, damit wir dann auch genügend Holz für später haben. Dann jetzt das alles abbauen. Den mitnehmen. So, und jetzt... Wow, was war das für ein Lag? Okay. Holz, 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 Sand. So. Perfekt. Deswegen mag ich Sand. Immer Sand im Inventar haben. Ohne Sand geht nichts. Klick. Und da waren noch ein paar blaue. Wir brauchen noch einen grün, der ist da oben. Und wir brauchen noch ein paar, zwei blaue, die sind auch da hinten. Das heißt, wir warten, bis Mr. Feuerslime hier lang kommt. Und wartet mal, ich bin so ein Idiot. Wir haben nicht umsonst den Eisblock da oben. Der ist genau dafür gedacht, dass wir uns mit dem dann hier rausholen können wieder. Ach, was ich nicht alles mitbekomme. Dann machen wir das mal schnell, weil ich will den Sandblock gerne mitnehmen. Weil den können wir bestimmt nochmal gebrauchen. Ah, ich bin zu unvorsichtig. Ich habe den total vergessen. Puck. Ja. So, reinstupsen. Sand abbauen. So. Au, das tat weh. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie Bernd sich jetzt fühlt, aber ich glaube, sein Bohrer ist jetzt um 10 mm abgegradet vorne. Okay, wir haben 7 Holz und wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt, passt. Okay, dann legen wir mal los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, wir können uns sogar ein Holz sparen. Nein, können wir nicht. So, den Sandblock nehmen wir wieder mit. Den lassen wir runterfallen. Und wehe, wenn eine 4 runterfällt. Wehe. Leck mich. Oder wohin? Du sperrst mich, du sperrst mich. Du kannst rumspringen und alles. Und yay, das ist hier hinterher geschafft. Okay, warte, wir warten, bis er da drüben ist, damit wir den machen können. Damit er da oben bleibt. So. Und hier dürfen wir uns gleich wieder rausbauen. Das sehe ich doch jetzt schon. Und da öffnet sich die Upgrade. Kapsel? Schatulle? Ich habe keinen Plan, wie wir das Ding nennen sollen. Okay, so, so, so. Sand. Jetzt ist es wieder zugegangen. Habt ihr das gesehen? Jetzt ging es wieder auf. Tolles Ding. Okay, jetzt heißt es, hier müsste schnell sein. Zack, zack. Okay, das war, da muss man jetzt nicht wirklich schnell sein. Zack. Du, 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 du. Und wir kriegen unser Upgrade. Dann sind wir, glaube ich, 1.2. Und dafür kriegen wir auch schon wieder ein Achievement. Achievement. Das spricht man so schön hoch aus. Level up again. Your drill has been improved and your body too. Level höher, also level up, schon wieder. Dein Bohrer wurde verbessert und dein Körper auch. Du kannst nun Kristallblöcke wie Diamanten, Rubinen und Jade abbauen. Tolles Ding. Und wir haben kein Achievement eingeblendet bekommen. Warum nicht? Ich will mein Achievement. Okay, bauen wir das Zeug ab. Und ich würde sagen, raus aus dem Level. Und die Truhe holen wir uns bei der nächsten Truhenjagd. Und darum ist es. Tetrobot 1.2. Bernd 1.2. Oh ja. I'm angry. Ich bin sauer. Hey Kid, how are you? Hey Junge, hey Kind. Wie geht's dir? Wen nennst du ein Kind? Na, das bist du doch. Na, das ist, was du bist. Und irgendjemand hat gerade einen Stein gegen mein Fenster geschmissen. Wir sind mal ganz kurz... Hier einen kleinen Schnitt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Weil ich jetzt kurz einen Schnitt machen musste, weiß ich, wie lange wir schon aufgenommen haben. Wir sind jetzt bei 3... Wir waren jetzt bei 13.59. Das heißt, wir können auch eigentlich eine Minute aufnehmen. Aber ich mache ein bisschen länger, weil ich will das Level noch reinkriegen und den Text ordnen und so. Und how would you know that? Und wie... Und woher willst du das wissen, Mr. Einstein? Die Spielzeugwaffen, die komische Stimme und deine nervige Angewohnheit, alles haben zu wollen. Wie jetzt? Das ist eine, was? Das ist eine zufällige Beschreibung für jeden zwischen 7 und 77 Jahren. Imbling does not give you the right to ignore my need by changing the... Und älter zu sein heißt es, was?
Und älter zu sein heißt es nicht, euch das Recht zu geben, die Kommunikation seit ihr andauernd zu ändern und mich zu ignorieren. Anyhow, if you don't want to give me your robot, I won't let you anyone get it. I won't let anyone get it. Achso, wenn ihr mir nicht euren Roboter geben... Achso, und warte, okay. Und anyhow. Anyhow, was heißt anyhow? Any heißt... Egal, jetzt, wenn ihr mir nicht euren Roboter geben wollt, dann bekommt ihr niemand. Habt Spaß. Okay, ich sehe das Level schon kommen. Das wird ein fetter TNT-Run. Wir müssen das explodieren lassen, auf das Obsidian hochklettern. Dann sofort rüberspringen und dann wird das jetzt ein richtiger Rennen gegen das Feuer. Wir müssen wahrscheinlich vor dem Feuer irgendwo angekommen sein. Los, 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 Bernd, du schaffst das. Fall runter. Hoch hier. Jetzt hier. Oh, das Feuer ist sehr schnell. Lol, ausgetrickst. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Genau, und da kommen die Blöcke. Nein, wir müssen gar nicht schneller sein. Oh doch, wir dass ich das gerade nicht gesehen habe. Wir mussten schneller sein. Selbstzerstörung. Okay, okay. Ihr wisst wenigstens noch, was es in dem Level geht. Das Level kriegen wir noch locker an die Part. Ja, ja, ja. So. Tinne, mach Tinne. Ich fühle mich jetzt vor der Zeit gesetzt. Das schaffen wir so. Nein, schaffen wir nicht. Scheiße. Renn, renn, renn. Lalala, das war knapp. Nein, das war zu knapp. Okay, lalala, Text überspringen, entzünden. Wir haben den Text übersprungen, bevor wir überhaupt gespawnt sind. Das finde ich toll. Okay, mach hinne, mach hinne. So, drauf springen. So springen und nicht schaffen. So, knapp. Runterfallen lassen. Fuck, wieder glitschen. So. Nein, 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 ich muss schnell. Ah, was zur Hölle macht Bernd dort? Der wollte gucken, ob er das Feuer drehen kann. Mit seinem Bohrer. Ja, das wollte er, ich weiß es. Das kennen wir auch. Oh mein Gott, das ist Technik pur hier in dem Level. Fall runter, danke. Dann hier rum, hier rechts, hier wieder glitschen, hier so aufspringen, dann hier so und dann den und den. Den fallen lassen, den so. Nein, was soll er macht Bernd schon wieder? Na, Bernd. So. Ich schieb gern alles auf Bernd. Obwohl es eigentlich meine Fehler sind. So, so, so. Runterfallen bitte, danke. Hier links, dann hier hoch, dann hier wieder glitschen. So. Oder knapp. Was macht Bernd, du? Hm. Warum meinst du mit immer mit deinem Bohrer rum? Und das schafft man nicht. Schaffer. Oh, was? Bernd, du bist ein Arsch. Mehr sag ich dazu jetzt nicht. So. Ach so, überspringen den Text. Genau. Ich möchte dieses Level jetzt noch machen. Komm. Das schafft man. Das ist ein scheiß Zeitrun und ich habe glaube ich keinen Bock. Die wollen mich echt unter Druck setzen in diesem Spiel. So, locker geschafft, wenn ich jetzt mal nicht. Und wir klauen uns diesen Block hier, weil wir es können. Ich glaube, wir sollten diesen Block niemals kriegen, aber ich habe es einfach getan. Weil ich es kann. Na, na, Bernd, du passt durch dieses Loch durch. So, was haben wir hier? TNT und Holz. Und Stein. Das lässt noch eins darauf hindeuten. Wir sollen etwas bauen, was das alles verwendet. Was sonst? Doppelte TNT-Explosion bringt, glaube ich, nichts. Wir könnten die wegjagen, damit das keinen Sinn ergibt. Also wir könnten die hochjagen, dann würden da rechts einer stehen bleiben. Dann das, aha, das ergibt alles keinen Sinn, aber okay. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie wir es anstellen sollen. Aber ich habe einen Plan, wie wir uns Blöcke sparen. Okay, wir machen... Wir schaffen das, komm. Den hier? Ups, das war TNT. So. So. Kann man das nicht auch so glitschen, wie diesen Sprung vorhin? Bernd, streng dich mehr an. Ach komm schon. Ach, ich will das glitschen. Ich möchte endlich mal. Ach, leck mich. Ich möchte irgendwas in diesem Spiel endlich mal geglitscht haben. Okay, dann machen wir es halt auf die altertümliche Art und Weise. Zack, zack, zack. Wir bauen die alle wieder ab.
springen dagegen und freuen uns ein zweites Ding. Genau, so sollte das, glaube ich, aussehen. Dann machen wir den Spring darüber. Geschafft. So. Jetzt bekommen wir Kristalle. Okay, und wir müssen, glaube ich, dann die richtige Reihenfolge wählen. Wir nehmen zuerst den hier weg. Danke. Dann den hier. Dann den. Und dann die. So. Ah, da oben ist ganz viel TNT. Dann das hier weg. Dann hier rüber springen. Das. Und Bernd müsste langsam sich echt komisch vorkommen, dass er nur sowas machen darf. Oh, Schwein. Das überleben wir nicht. Wenn wir da runtergehen, das ist Selbstmord. Wir müssen das... I see what you... Ja, genau, what you... ich sehe, was ihr meint, da drüben. Ich werde es falsch machen. Ich weiß nicht, mir fehlt außerdem ein Holz, glaube ich. Ich hätte mehr Holz retten können. Irgendwo. Weil mit nur drei Holz ist das schier unmöglich, das Feuer mit dem TNT zu verbinden. Und so, normalerweise hätte ich ja sogar nur zwei Holz bekommen. Wie machen wir das? Obsidian da drüben nervt doch richtig. Das steht, liegt da total im Weg, würde ich meinen. Kommt schon, wir schaffen das. Auch wenn der Part überlängert. Das ist mir sowas von egal. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, streng dich an, Bernd. Denk nach. Spring gegen die Decke, um den Kopf anzustrengen. Komm schon. Ich habe keinen Plan. Wir könnten... Wir müssen das Holz hier so machen, dass es funktioniert. Aber das klappt, glaube ich, nicht. Wir könnten das so... Das bringt auch nichts. Aber Obsidian brennt nicht. Warte mal, der Funke fällt hier rauf. Das... Warte mal, kann der Funke das so entzünden? Ich habe keinen Plan. Ach, Try and Error, komm. Ach, fuck, funktioniert gar nicht. Ups. Das wäre fail gewesen. Okay. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und es funktioniert nicht. Yay. Boah, ich hab's überlebt. Was zur? Wie habe ich das angestellt? Wie habe ich das angestellt? Ich habe das Feuer gelöscht. Ich bin so ein Idiot. Ich habe keinen Plan, wie ich das überlebt habe, Leute. Oh mein Gott. Das war reines Luck. Also richtig. Ich glaube, das TNT hätte da hochgehen sollen. Aber hey, wir haben das Level geschafft. Mehr möchte ich nicht. Achso, das TNT hätte nicht hochgehen sollen. Das heißt, die haben das sogar geschafft, das Feuer zu löschen. Cool. Keine Ahnung, was ich in diesem Part alles angestellt habe jetzt. Ich glaube, wir könnten es sogar schaffen, die Truhe dazu bekommen. Das hier müsste man abbauen, dann fallen die alle runter. In diesem Moment müsst ihr rüber sprinten zur Truhe. Ach, wir probieren es. Einen anderen Part. Das ist mir jetzt zu gewagt. Okay, oh mein Gott, was geht hier? No, no, and was? No, no, and no, I refuse, you are very bad. Das lese ich uns jetzt nicht durch. Das kommt alles im nächsten Part. Deswegen meine ich, ich bin Yano Karuzuno. Das ist Let's Play Blocks That Matter. Wir sehen uns beim nächsten Part. Da wird Bernd. Vielleicht mache ich im nächsten Part auch endlich die nächste Truhenjagd, wer weiß. Aber ja, wir gucken uns dann erstmal dieses Level an. Bis dahin und tschüss.